So, es wird mal wieder Zeit für ein paar Doppelkämpfe. Und diesmal haben wir einen Krudor, einen Cresselia, einen Arcani, einen Hertran, einen Brutadan und einen Blitzer als Gegner. Was für eine Angriffsmacht! Ich werde provokanterweise. Ja oder nein? Ich bin gerade überlegen, ob ich eine Feueroffensive starte. Die Sache ist nur, die gegen Hertran hätte ich überhaupt nichts. Nee, ich mach das anders da. Zack. Zack. Was kann ich gegen Hertran machen? Verdammt, ich habe keinen Boden. Kampf habe ich auch nicht. Das nehme ich mit, damit ich das Sonnenlicht ausnutzen könnte. Muss über Elektrizität versuchen, das Hertran platt zu kriegen. Bin ich mal echt gespannt, was jetzt kommt. Ich habe jetzt mal einfach die Explosionskombination rausgeknallt. Ich mich schön in die Luft jagen kann. Bedroher. Ah, verdammt. Das vernichtet jetzt so einiges. Aber egal. Was machen wir denn am besten? Ignoriere mal das Hertran. Ich hoffe jetzt, das Hertran macht jetzt nichts, wo ich jetzt ein Problem kriegen würde. Also eher gesagt, das Arcani, das Schutzschild, macht meine ganzen Attacken dadurch neutralisiert. Die Explosion kann ich mir vorerst schenken, weil der Angriff wurde gesenkt und dadurch ist Tobus nicht mehr so in der Lage. Doch, es macht Schutzschild. Ey, komm! Wieso macht es Schutzschild? Leck mich doch. Machst du Flammensturm? Nee. Sag mal. Von allen Attacken, die das Vieh hätte machen können, macht es diesen Mickey Mouse Bullshit. So. Mach ich jetzt Donner auf Herd dran. Und Explosion. Fertig aus. Das wäre jetzt wirklich mal ein Schuss in den Ofen, wie man so schön sagen würde. Was soll man mit zwei offensiven Pokémon jetzt noch machen am besten? Donner! Batz! Komm! Hertran ist kacke defensiv, das hasse ich. Bums! Keine Wirkung auf Gengar. Nicht sehr effektiv. Und Arcani steht wegen dem Bedroher. Wäre dieser Bedroher nicht gewesen, hätte Arcani diesen Angriff nicht einstecken können. Und jetzt kommt der Knirscher. Wo ich mal sagen muss, dass das Maul von Arcani ziemlich komisch aussieht. So, und was macht Hertran? Hitzewelle? Ja. Gar kein Ziel. So, und wer war jetzt von euch schneller? Attacken prüfen. Attacken prüfen, was mache ich denn? Okay, Tunipto war schneller. Ich hoffe, das trifft jetzt auch gleich zu. Obwohl. Okay, Hertran, den hole ich so oder so ein. Das ist nicht das Problem. Zapdos ist auch schnell genug. Nur halt, Tunipto muss Arcani als erstes loswerden. Jetzt habe ich überhaupt gar keine Chance. So, also Sondersensor, Arcani. Zapdos. Stimmt, ich könnte es versuchen, es ist doch nochmal einen Powerschub zu kriegen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt daneben geht, ist gegeben. Mit 5%, aber ich hoffe, ich kann meinen Zapdos vertrauen, dass es diesen Treffer jetzt setzen lässt. Ich glaube, Arcani könnte jetzt Turbo-Tempo machen. Wie ich es mir gedacht habe. Willst du jetzt von mir meine Eruption unterbinden oder wie? Was sowieso Sondersensor. Tschüss. Bin mal gespannt, was du rausholst. Ladestrahl! Bzzz. Komm, Zapdos. Boost, yeah! Tschüss, Hertran.
Bin schon mal gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Cresselia, Crudon hatten wir noch. Und die anderen beiden habe ich vergessen, die noch zur Auswahl standen. Brutalander, Angriff wird gesenkt. Nach dem zweiten Pokémon. Aber egal, wir sind eh beide Spezialangreifer. So, und wen schickst du noch raus? Und Crudon! Das Grauen persönlich. Ja, das interessiert mich sowas von gar nicht. Ich bin gerade überlegen, was wäre effektiver? 140 Stärke? Plus 50? Oder sehr effektiv? Ich denke mal, der Hitzekoller hätte mehr Wumms. Deswegen feuere ich das auf Crudon. Zapdos greift mit Donnerblitz Brutalander an. Durch unseren Boost könnten wir sogar Brutalander mit einem Schlag loswerden. Dafür müssen wir aber auch schnell genug sein. Ich hoffe mal, dass Zapdos diese Geschwindigkeit aufbringt, weil Brutalander kann schnell sein. Ich hoffe, dass Tornuktu wirklich der schnellste auf dem Feld derzeit ist, sonst kriege ich echt Probleme. Yeah! Hitzekoller! Rums! Volltreffer! Diesen Super hast du selber eingebrockt mit deiner Kacksonne nebenbei. So. Und Donnerblitz! Was? Ha! Das war's. Aus der schlechten Situation eine gute draus gemacht. Die Sonne des Gegners ausgenutzt, um ihn zu besiegen. Gut. Das war jetzt relativ easy gegen Ende noch. Auch wenn der Volltreffer nicht passiert wäre und das Crudon überlebt hätte, hätte Zapdos es noch finishen können. Da hätte ich nämlich den Hitzekoller, hätte ich wieder seine Sonne ausgenutzt, plus halt unseren Boost und das wäre sein Ende gewesen. Gut, gucken wir mal, ob er uns den gibt. Wenn nicht, dann gehen wir in den nächsten. Oh cool, gucken wir mal rein, hä? So, da sind wir bei unserem Freund mit dem Crudon. Mit dem Titel Grünschnabel nebenbei. K.O.-Attacken. Eruption, Solarstrahl. Ich glaube mal, das Codon ist nicht spezial ausgelegt. Es ist vor, es ist schnell. Ne, ist nicht spezial ausgelegt. Also die einzigste wirkungsvolle Attacke, die es kann, ist dann... Och, Mann! Erdbeben. Eruption geht über Spezial, Solarstrahl geht über Spezial. Also ich glaube, damit hätte er Zapdos nicht beeindrucken können, weil das hätte durch den Hitzekoller sowieso schon Schaden gehabt. Erdbeben hat keine Wirkung, Geofissur hat keine Wirkung, Solarstrahl nicht so effektiv. Das hätte überhaupt keine Chance gehabt alleine. Gut, gehen wir mal auf das Cresselia. So. Mondstein, Eisstrahl, Solarstrahl. Auf Sonne wieder ausgelegt. Ruhig, erhöht Spezialangriff, senkt die Initiative. Mhm. Dann hätten wir Arcani. Auf Speed getrimmt. Scope-Linse. Flammenblitz, Turbo-Tempo, Knirscher. Und Schutzschild. Ja, mit Schutzschild habe ich ja heute schon die Bekanntschaft gemacht. Nicht gerade schön. Gut. Oh, Wesen war hart. Okay. Ein scheues Herd dran. Also auf Geschwindigkeit ausgelegt. Guter Spezialangriff schon mal. Verhöhner Drachenpuls. Hitzewelle. Schutzschild. Ah, ihr habt alle Schutzschild für Erdbeben. Okay. Wahlglas. Spezialangriff. Willst du mit... Ich hab mir das gerade gedacht, ich würde gerade sagen, hat er Feuersturm. Und das hat er sogar. Mhm. Mild, oh ja. Und Blitzer, wahrscheinlich auch mit einem Schutzschild, genau. Sonntag. Also wirklich nur auf Sonne ausgelegt, dieses Team. Auch wenn ich einen Blitzer niemals in dieses Team reinballern würde. Naja. Naja. Gucken wir noch hinten drauf. Japan. Okay, ich würde sagen, wir gehen in den nächsten Kampf. So, ab in den zweiten Kampf der Doppelkämpfe von dieser Episode. Wir haben ein Volminu... Ihr wisst schon, was ich meine. Magbrand, einen der Voltec, einen Kreputak, einen Ampidiffel und einen Ninjask. Wo ich jetzt gerne am liebsten ein First Strike Pokémon hätte... Das wirklich ein First Strike beherrscht.
Aber ich werde mal mit Hungermon anfangen. Kombination mit dir. Und euch beiden. Machen wir das so. Weil bei Ninjas habe ich immer das Bedenken, oh, ja, blub, blub, blub und Tausch. Deswegen eigentlich will ich es vermeiden. Schlosshof, Freifreikampf, Kampf 1. Spiele mit dir. Da kommt der Anfänger. Das wollen wir nochmal sehen mit dem Anfänger. Sonnentag. So, ich versuche das jetzt mal zu kombinieren. Ich hoffe, das wird was. Das ist, glaube ich, nicht so gut für den, dass ich eine Feuerfront habe, wegen seinen Ninjas. Ich weiß nicht, was er plant, aber ich denke mal, der wird... ja, Schwertanz und Staffette machen. Zumindest ist das, was man mit Ninjas normalerweise macht. Man kann auch Schwertanz und angreifen, was ich auch mal gerne hin und wieder mache. Aber Ninjas zum Beispiel ist einer der Pokémon, die ich eigentlich ungern nutze, weil man da einfach weiß, was das Gegner macht. Mhm. Schutzschild. Kehrtwende. Auf Turnupto. Klar macht das Vieh so viel Schaden. Gut. Warum macht das Vieh so viel Schaden? Hast du ein Walband drinne? Ein Markbrand. Klar, warum nicht? Schützt sich selbst. Ist mir trotzdem egal, ich mach weiter. Gut. Also, du machst Finsteraura auf das Mackbrand, was auch neben mir den englischen Namen da stehen hat. So, du machst trotzdem Eruption. Bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Ich habe noch nie im Doppelkampf wirklich ein Sonnenteam oder eine Sonnenteam-Taktik gespielt. Wirklich noch. Eigentlich noch gar nicht. Regen, ja, auf jeden Fall, aber Sonne irgendwie kaum. Na, mal sehen. Außerdem, ich habe gerade keinen Pflanzen-Pokémon dabei, wo ich das noch weiter hätte mit kombinieren können. Wenn ich jetzt ein Sonntag-Team aufstelle, würde ich da auch Pflanzen-Pokémon reinpacken. Wegen dem Spezialeffekt, dass sie einen Geschwindigkeitsboost kriegen, wenn Sonne scheint. Mal gucken, wie lange jetzt braucht zum Überlegen. Und nochmal Eruption. Schön, dass es beide trifft. So, Finsteraura! Zack. Schreck zurück, macht Brand. Yeah! Licht. Was? Der will mich doch echt verscheißen, kann das sein? So, ich weiß ja nicht, ob das vor mir nur das jetzt wieder Schutzschild macht. Von mir aus kann es Schutzschild machen, ist mir Wurst. Denn ich werde es dennoch massakrieren. Da ich mit Eruption sowieso hier das Magbrand killen würde, dank der Sonne. Okay, ohne Sonne sogar, glaube ich. Aber der Ballett Lichtkanone, der hätte eine Gesteinsattacke machen können. Aber keine Ahnung, was dieses Voluminunas drauf kann und für was diese Taktik gedacht ist. Ja, das hat eine reizende Doppelschwäche, das Pokémon. Mit seinem Stahlgestein. Sieht aus wie ein Kacke aus. Wie so ein überdimensionaler Blumentopf. Und Eruption. So. Beide schön geschädigt. Ich glaube, dadurch, dass die Attacke Stärke nicht halbiert wird bei Flammenwurf, wird es jetzt auch einen Down für das Pokémon geben. Jop. So, bin ich mal gespannt, was deine letzten beiden Pokémon sind.
ein Ninjas, was übelsten Bams-Angriff hat. Wie gesagt, wo steht hier auf dem Wahlband? Und da ist es auch schon. Der Mond scheint, die Sonne scheint. Ach, ist das ein herrlicher Abend. Zumindest in diesem Kolosseum. Hippo-Tag. Ach, dann machen wir das doch gleich mal so. So, du machst da drauf die Attacke und du bamst einen Hitzekoller auf das Ninjask. Mal gucken, was rauskommt. Was kann das überhaupt noch? Ich glaube, Catwende müsste sogar seine stärkste Attacke von der Stärke gewesen sein. Außer vielleicht, er kann noch Kreuzschere. Damit könnte er noch was draufhauen. Na, bin ich mal gespannt. So. Nachthieb. Autsch. Habe ich aber überlebt, weil du keinen Step hattest. Hitzekoller. Und BAMS zurück. Fokus gut. Dann ist es gleich down. Ah, okay. Dann war es wahrscheinlich mit einem Wahlband oder so kombiniert. Werden wir ja dann sehen. Und Solarstrahl! Rums! Game over! Cool, das Sonnenteam hat relativ gut funktioniert sogar. Okay, gucken wir mal, ob wir den Pass abstauben können. Nicht, ist wie mal wieder für jetzt sind sie. Für jetzt sind sie. Freundespass? Ist fehlgeschlagen. Och, schade. Wollte wissen, ob du ein Wahlband trägst. Bis zum nächsten Mal.